Wir haben lange überlegt, was können wir machen. Und zusammen mit dem Regisseur ist dann so, der hatte die Idee mit dem Bullriding. Und dann fiel mir so ein, ich finde das eigentlich ganz cool, diese 30er-Jahre-Klamotte, so Al Capone-mäßig. Also ich habe mir extra am Wochenende noch zwei Filme reingezogen, eben Der Clou und den ich nicht auch super fand, Untouchables. Das habe ich mir extra, um so in diese Stimmung reinzukommen. Stunt-Leute sind echt unheimlich cool drauf, die haben uns das auch super gezeigt, wie das so geht. Und da kommt man mal so dahinter, wie das ist bei diesen Filmschlägereien. Also so hatte ich das auch noch nie gesehen, wie die das eigentlich machen. Ich finde das schon wichtig, dass es irgendwo so einen gewissen Style hat. Wenn wir jetzt nur mit Typen hier drehen würden, das wäre langweilig. Also ich finde, da gehören so ein paar Mädels einfach dazu.